starten wir jetzt. Genau. Bei mir müssen Sie jetzt auf was ganz anderes einstellen. Das Brauereiteam hat sehr optisch sehr schön vorgelegt. Bei mir gibt es viel mehr Text. Die Nachbarschaftshilfe habe ich es mal genannt. Diesen Verein betrifft aber nicht nur die Nachbarn, wer nebendran wohnt, sondern das sind Leute, die im ganzen Dorf sind, denen wird geholfen. Das sind unsere allgemeinen Ziele. Schnell helfen. Alte Leute können statt ins Altersheim weiter in ihrem eigenen Haus bleiben. Unser Verein will einfach nur Helfer und Hilfsbedürftige zusammenbringen. Sie sehen, das Ganze ist erst ein paar Jahre alt. Seit 2010 haben wir den Verein gegründet. Genügend Leute sind dabei. Wir lauter Freiwillige, kein Vereinsbeitrag natürlich, denn wir bringen zum Schaffen nicht noch Geld mit. Und die Infrastruktur, Gott sei Dank, wird das Ganze von der Gemeinde sehr unterstützt, obwohl wir keine Gemeindeeinrichtung sind, also keine Nebenstelle der Gemeindeverwaltung. Die unterstützt uns mit ihrer eigenen Infrastruktur, wie ich es hier aufgeschrieben habe. Es reicht, so haben wir gesehen, wenn das Büro einmal besetzt ist von einem unserer Mitarbeiter, denn und der ist dann auch für die gesamte Woche zuständig, was zu organisieren. Informiert wird man in der außerhalb der Bürozeit durch Gemeindebedienstete. Wer hilft uns? Sie sehen, Rentner, Hausfrauen, auch Schüler verdienen sich mal was dazu in den Ferien. Es sind aber auch sonst junge Leute dabei, vom Bauwagen zum Beispiel, wenn es gibt Einsätze, die helfen uns ganz gut. Was uns am meisten kostet, unsere Wohnkosten, das sind die Unfall- und Haftpflichtkosten mit 700 Euro. Die Leute, die Helfer sind bereit, für 5 Euro in der Stunde tätig zu sein. Es ist eine Anerkennung, es ist keine Bezahlung, es ist nur eine Anerkennung. Ich habe hier mal verschiedenste Leistungen in Kategorien eingeteilt. Im Haushalt können es Putzarbeiten in Einzelfällen sein, aber wenn jemand ständig eine Putzhilfe braucht, dann soll er eine Annonce in der Gemeindezeitung aufgeben. Das geht nicht. Wir wollen da nicht in Konkurrenz treten. Im Garten, jetzt ist vor allem Obst- und Gemüseernte oder Rasenmähen, Heckenschneiden, Grünmüll. Das ist den ganzen Sommer über nachgefragt. Gerade von alten Leuten zum Beispiel, die das körperlich nicht mehr schaffen, aber ihren großen Garten haben und wer soll es machen. Transporte natürlich. Wer alt ist, ist oft nicht mehr in der Lage, selber Auto zu fahren. Oft sind es die Witwen. Frauen überleben in der Regel. Die Männer in der Regel können dann nicht mehr so gut Auto fahren, zumindest die Generation, die jetzt mal 80 ist. Der Winterdienst, Schneeräume wird kommen. Sie sehen solche Sachen. Das ist beliebt. Jeder sollte geräumt haben, aber alte Leute, jetzt sagen wir mal den typischen 80-Jährigen, der in seinem Häusle wohnt, der kann seine Straße vor allem nicht mehr räumen. Vielfältig sind die Leistungen, Sie sehen Bürokratie-Sachen, können wir auch anbieten von Mitarbeitern, die vorher in der Bürokratie tätig waren. Alte Bürokraten sind nicht überflüssig, die können sich noch nützlich machen. Viele Formulare, da versteht man ja selbst als Junger gar nicht, wie das gemeint ist, wenn man nicht ständig damit zu tun hat. Was wir nicht selber leisten können, da schaffen wir Verbindungen zu anderen bestehenden Hilfsorganisationen, wie ich es hier drauf geschrieben habe. Wir können jetzt schon ein paar Jahre zurückblicken, die Lebensqualität hat sich deutlich erhöht. Das Gefühl füreinander, der Zusammenhalt im Ort wird dadurch gewürdigt und gestärkt. Und das Erfahren, das ist für die Helfer und die Vereinsmitglieder eigentlich immer ein großer Ansporn. Nachbargemeinden haben versucht, wir haben es auch geschafft, in Gründel hat
Franken hat, wo jetzt auch ganz frisch so ein Verein gegründet worden ist. Wir geben Hilfestellung, aber ganz wichtig ist, dass man auch die Leute findet. Hier sehen Sie bei unserer letzten Helferveranstaltung mal ein Foto, wo wir alle drauf sind. Und auch unsere Homepage, falls jemand mal auf der Gemeinde-Homepage nachschauen möchte. Die Presse hat inzwischen auch schon reagiert und alle möglichen Artikel über uns gebracht. Wichtig ist, Faulheit unterstützt. Wir wollen also wirklich helfen, jemand, der keine Lust hat, was zu schaffen und aber es noch tun könnte, ist bei uns falsch aufgehoben. Vielen Dank.